Herzlich willkommen zurück zum Adventskalender. Ich wünsche dir heute ganz viel Spaß beim Stricken. Komm gut durch. Alle relevanten Informationen sind natürlich in der Videobeschreibung. Ganz viel Spaß! Wenn du jetzt dein Bündchen 4 bis 5 cm hoch gestrickt hast, dann bist du ja wieder hier hinten an der Mitte, im Rückenteil angekommen. Jetzt benötigst du deine zweite Rundstricknadel, also die größere Stärke. Bei mir ist das wo stehst du denn? Eine Nadelstärke 4. Ja, und ich nehme mir jetzt auch nochmal einen Maschenstopper dazu, weil wir die Maschen jetzt umstricken werden. Also, bedeutet, du nimmst dir das Strickstück in die Hand, schiebst diese Nadel so ein bisschen nach hinten, dass hier keine Masche jetzt verloren geht, legst sie dir beiseite und strickst jetzt mit der großen Nadel. Also wir nehmen den Markierer einmal rüber und jetzt stricken wir 3 Runden glatt rechts über die Arbeit und stricken das Ganze auf die große Nadel. Achte hier darauf, dass du hier keinen großen Abstand hast, wenn du jetzt anfängst, das Ganze rüber zu stricken. Sonst hast du da hinterher eine etwas größere Lücke. Also einfach die Maschen rechts abstricken. Die Maschenmarkierer übernimmst du selbstverständlich alle. Wenn du die 3 Runden vollständig beendet hast, dann kannst du noch so viel weiter glatt rechts stricken, bis du bei der Markierung angekommen bist, die 38 Maschen im Vorderteil markieren für den Mustersatz. Also, zack, bei mir ist das ja hier vorne, ne? Der Teil zwischen den 2 Herzmaschenmarkierern. Und wenn du dann hier vorne angekommen bist, dann brauchst du gleich auch deine zweite Farbe und dann beginnen wir mit dem Muster. Und jetzt können wir mit der Musterrunde Nummer 1 beginnen. Ich zeige dir ab jetzt auch immer nur den Mustersatz. Den zeige ich dir ab jetzt immer nur. Du weißt dann automatisch, dass du den Rest der Runde immer glatt rechts stricken sollst. Es sei denn, ich sage explizit etwas anderes. So, let's start. Du benötigst jetzt also deinen zweiten Faden. Und ich kann dir jetzt nur zeigen, wie ich sozusagen beide Fäden halte, wenn ich zweifarbig stricke. Du musst natürlich deinen eigenen Weg, sage ich mal, finden, diese beiden Fäden in die Hand zu bekommen. Einige nehmen den Hauptfaden auf den Zeigefinger, den Kontrastfaden auf den Mittelfinger. Ich muss sagen, ich kann am allerbesten zweifarbig stricken, wenn ich beide Fäden um den Zeigefinger nehme. Wichtig hierbei ist jetzt noch, dass du das Ganze jetzt nicht zu straff strickst. Wir haben ja schon so ein bisschen vorgesorgt, indem wir die Nadelstärke erhöht haben. Aber achte beim Stricken unbedingt darauf, dass du keine riesige Spannung aufbaust. Und ich verzwirne auch jeden Faden gleich miteinander. Das siehst du gleich, während ich stricke. Das heißt, die Technik, dass man hinter dem Strickstück im Prinzip 3 Maschen überspringt mit diesem Spannfaden, die mache ich so nicht. Das ist auch dir überlassen. Du kannst natürlich auch, wenn du schon mehrfarbig gestrickt hast, deine eigene Technik verwenden. Das ist hier nur eine Hilfestellung. Also, da unser Mustersatz jetzt direkt beginnt mit 2 Maschen weiß, bin ich also hier vor dem Maschenmarkierer und nehme mir den zweiten Faden hier einfach mal mit dazu, halte den fest und wickel mir ganz normal den Faden um den Finger, als ob es ein Faden wäre. Den hier hinten müssen wir jetzt ein bisschen festhalten, die ersten paar Maschen. So, den drehe ich mir so ein bisschen um den Finger und halte. So. Wir nehmen jetzt den Maschenmarkierer einmal rüber. So. Und starten jetzt damit, indem wir 2 Maschen in weiß stricken.
So, also eine Masche weiß und wie gesagt, ich verzwirne jetzt jeden Faden, also ich ziehe keine Spannfäden hinter der Arbeit. Das heißt, bevor ich die zweite Masche weiß stricke, gehe ich mit meinem Daumen einmal hier hoch und wechsle einmal kurz die Position des Fadens. Du siehst, dann verzwirnt sich das hier hinten und stricke jetzt erst die zweite Masche weiß. So, zwei Maschen weiß sind gestrickt. Nun arbeite ich 16 Maschen in der Hauptfarbe, also braun. Und auch hier verzwirne ich den Faden weiter. Das heißt, ich tausche wieder die Positionen und stricke 16 Maschen in braun. Nach den 16 Maschen in der Hauptfarbe folgen wieder zwei weiße Maschen. Eins und zwei. Und nun wieder 16 Maschen in dem Braun. Jetzt haben wir noch zwei Maschen übrig und die werden wieder weiß gestrickt. Also eins und zwei. Ja, somit haben wir die erste Musterrunde miteinander gestrickt. Weil wir ja aber nicht komplett zweifarbig stricken, sondern nur den vorderen Part, also den Mustersatz, mache ich das jetzt so, dass ich den Faden nicht über die gesamte Arbeit mit einwebe, denn das hätte zur Folge, dass ich unheimlich viel Material verbrauche, obwohl ich das gar nicht benötige hier im gesamten Strickstück. Deshalb schneide ich mir hier den weißen Faden jetzt einmal ab und setze den gleich wieder erneut an, wenn ich wieder vorne bin. Ich webe aber, zack, den weißen Faden hier direkt schon mit ein in den nächsten Maschen. Das zeige ich dir jetzt auch einmal. Und damit wir jetzt diesen Faden schon mal mit einnähen während des Strickens, schmeißen wir den jetzt immer einmal hier so drüber. Also, ich versuche das mal zu zeigen. Hier würde ich jetzt ganz normal weiter stricken und ich schmeiße den weißen Faden einfach einmal drüber. Also hier. Da. Na, da läuft er so drüber. So, ich stricke eine Masche, ich werfe den wieder drüber über die Arbeit, stricke die nächste Masche und wieder drüber. Das mache ich so 5 bis 10 Maschen. Und dann reicht das in der Regel. Dann ist der Faden in der Regel so gut verwebt, dass du ihn hinterher an dieser Stelle nicht mehr festnähen musst.